Actually, this evil is not as smelly as it usually is. We come for you anyway. Das Amulett mal an sie geben. Identifiziert das bitte mal. Augen des Bogenschützen. Die Augenpaare, die den Charme dieses Amuletts ausmachen, sind alt und versteinert. Ach, das sind Augen, cool. Und die Zahlen 331 sind auf den Seiten eingraviert. Gerüchten zufolge war der ursprüngliche Besitzer der Augen ein blinder Krieger, der für seine unheimliche Genauigkeit mit dem Bogen bekannt war. Das Amulett scheint seinem Träger einige dieser Eigenschaften zu verleihen. Chance auf kritischen Treffer +5% und Geschicklichkeit +2 für den Bogenschützen und +1 für andere. Cool, eigentlich ist das doch was für sie. Oder? Sie hat im Moment jetzt einfach nur eine ganz normale Kette an. Die können wir verkaufen. Und dafür nimmst du das hier. Da hast du besser, da bist du wesentlich besser mit deinem Bogen. Ja, sehr cool. Sehr schöne Sache. Dann das noch identifizieren, bitte. Wir wissen ja, was es ist. Stab des Himmels. Den kann sie natürlich nicht benutzen, aber er kann die benutzen. Benutze sie doch einfach mal. Warum benutzt er die eigentlich nicht? Gut, für was wir die Zunderbüchse hier mitschleppen, das wüsste ich auch ganz gerne. Wir schleppen sie halt mit. Diese ganzen Öle hier benutze ich sowieso nie, irgendwie. Naja. Die Abwehrschützer können wir eigentlich auch verkaufen. Und den Morgenstern hier können wir eigentlich auch verkaufen. Wir haben hier genug Waffen. Naja. Gut, das war das. Dann haben wir irgendwo, das war hier, ne? Noch eine Kiste gehabt. War das hier? Ne, da war es nicht. Wo war die andere Kiste, die versperrt war? Da unten. Da war das. Da war die. Genau. Da war die Kiste. Und da oben war auch noch eine, die versperrt war. Gehen wir jetzt erstmal hier hin. Wie sie laufen. Oh, schade. Der Zauber ist vorbei. Gut, Safana. Ich speichere. Und Safana, du machst die Kiste auf. Ah, verdammt. Nein. Ja, super, jetzt hat er auch noch Panik. Bleib hier. Flint, bleib hier, ist nichts passiert. Wir müssen eh rasten. Wir müssen eh rasten. Jetzt schauen wir, ob da eine Pferde drin ist, ne? Ja, nachher ist man immer schlauer als vorher. So, komm her jetzt. Mein Gott. Dass gerade unser Heiler jetzt ausfallen muss, das ist ein bisschen nervig. Komm, krieg dich wieder ein. Was er hat, weiß ich gar nicht. Jetzt. Wenn der jetzt gestorben wäre, das hätte mich sowas von genervt. Ich will alles wieder zurücklaufen müssen. Ich meine, inzwischen haben wir genug Geld, um es zu leisten, aber es muss. So. Gut, ich glaube, die Falle ist jetzt, hat sich erledigt. Wir kriegen Geld, wir kriegen einen Zauber, Illusionen entdecken und eine Kette. Na super, das hat sich jetzt nicht so gelohnt, würde ich sagen. Sie kann ihn lernen. Sie kann ihn lernen, ja. Cool, die Ketten kommen hier rein. Und dann geht's weiter. Yes, ja, das ist das Thema aktiviert, um zu gucken, ob hier noch Sachen liegen. Die wir nicht genommen haben. Wahrscheinlich ja, aber noch irgendwas Wertvolles. Das ist die Frage. Da liegt nichts mehr, ne? Das ist irgendwie alles verschwunden. Gut, dass wir die Sachen von Safana in die Kiste reingemacht haben, sonst wären die jetzt auch weg. Okay, guck bitte mal nach Fallen. Right. Da ist eine Falle. Ha! Sehr gut. Ein Zauber und 3 Edelsteine. Den Zauber, den kann keiner nutzen. Den kann keiner nutzen. Chaotische Befehle, die können das benutzen. Chaos, Domäne Chaos. Bade, Kämpfer, Magier, Dieb, Barbar. Kann nicht verwendet werden von, okay.
Nee, also irgendwie schaut das nicht so aus, als könnte es jemand benutzen. Egal, packen wir hier weg. Dann diese Königsträne packen wir natürlich auch weg und Kreaturen noch den Rest. What is needed? Agreed. So. Ja, und jetzt heißt es wieder am Drachen vorbeikommen, ne? Jetzt heißt es nochmal am Drachen vorbeikommen. Alles andere müssten wir uns jetzt eigentlich geholt haben. Also schreibt gerne in die Kommentare, wenn wir irgendwo was Wichtiges verpasst haben. Ich werde es aber wahrscheinlich nicht rechtzeitig lesen, um nochmal hierher zu gehen. Aber rein der Information her könntet ihr es mal in die Kommentare reinschreiben. Einfach um zu wissen, ob ich Sachen vergesse oder ob ich alles oder ob ich an alles denke. Ja, genau. Na? Jetzt hängen die da schon wieder fest. Soll ich nochmal hier runtergehen? Ich meine, Safana ist ja schnell, ne? Safana kann doch mal ganz kurz hier nochmal gucken, ob hier irgendwas ist, was wir vergessen haben. Aber so wie es ausschaut, absolut nicht. Wir haben alles. Wir haben alles. Das Problem ist jetzt einfach nur der Drache. Schaut schon cool aus hier. Der Drache... Ist der Typ jetzt noch da? Der Typ ist weg, ne? Nee, der Typ steht da sogar noch. Jetzt lassen wir den extra frei und dann steht er da die ganze Zeit. Sinnlos. Naja. Gut, dann müssen wir an die andere Kiste ran, um das Zeug nochmal rauszuholen, was wir da gelagert haben, weil wir so schwer beladen waren. Das verteilen wir dann irgendwie sinnvoll. Minsk hat Platz, das ist gut. Minsk, hol dir mal das Zeug. Und dann verteilen wir das, falls du es nicht alles nehmen kannst. Er kann offensichtlich nicht alles nehmen. Okay. Ich versuche das mal so zu verteilen, dass Minsk, dass niemand belastet ist. Jetzt ist sie belastet, ne? Ja, sie ist nicht verlangsamt. Ach, das ist Minsk. Sie kann sich gar nicht bewegen. Okay. Wer hat denn noch genug Kapazität? Eigentlich nur Minsk. Warte mal, wenn wir diese Waffen aufteilen, dann sind die nicht belastet, ne? Nein. Dann könnte doch Minsk... Was ist denn hier so schwer? Dieses Ding hier ist so schwer, ne? Nashornkäferpanzer, der ist so schwer. Der ist so unglaublich schwer. Warte mal, wenn wir das jetzt so machen, so müsste es doch gehen. So müsste es doch eigentlich gehen, oder? Sie kann sich bewegen. Und Minsk. Nee, Minsk ist verlangsamt. Okay, Minsk ist verlangsamt. Wem können wir noch was abgeben? Safana hat noch ein bisschen Kapazität. Kria nicht. Okay, Safana und Clint. Vielleicht reicht schon, wenn wir wirklich nur ein bisschen was hier rausnehmen. Das Gegengift vielleicht in deine Tasche rein. Ja, das ist doch schon mal ganz gut. Das vielleicht hier hoch. Ja. Hier können wir die Hälfte, pass auf, die Hälfte mal weggeben. Genau. So soll es eigentlich passen. So müsste es passen, oder? Ist er verlangsamt? Er ist nicht verlangsamt. Ich glaube, es ist keiner verlangsamt. Right. Ja, keiner ist verlangsamt, okay, super. Ich weiß nicht, was dieser Insektenfuß uns bringt. Also ihr dürft gerne mal, also normalerweise möchte ich ja keine Spoiler, ne? Aber ihr dürft gerne mal in die Kommentare schreiben, ob diese Insektendinger, die wir da finden, ob die irgendwas bringen. Das würde mich mal interessieren. Also ihr müsst ja nicht unbedingt reinschreiben, was sie bringen, aber ihr könnt gerne schreiben, ob sie was bringen. Ich muss jetzt erstmal rasten, damit wir nein, da kommt tatsächlich Monster. Grottenschrate. Was hat denn er jetzt da für eine Waffe? Sie soll ruhig den nehmen. Du nimmst die normalen Kugeln. Hast du keine normalen Kugeln mehr? Oh, wir müssen normale Kugeln kaufen. Muss ich in der Aufnahme noch machen, weil sonst vergesse ich es. Was sind das für welche? Feuerkugeln. Gut, dann nimmst du die. Du hast noch normale Kugeln, oder? Ja, aber auch nur noch 7. Das sind dann auch Kugeln plus 1. Das sind normale Kugeln. Okay. Eigentlich können wir doch hier zaubern, wir wollen ja eh schlafen. Können wir uns locker leisten zu zaubern. So, haben wir alle erledigt, ne? Genau.
Dann gleich nochmal schlafen, damit wir vollständig geheilt sind. Dann den Hasszauber sprechen. Dann speichern und dann versuchen rauszukommen. Yes, dear. Right. Schneller, 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 schneller. Ach Gott sei Dank. Yes, dear. Wir haben es geschafft, Leute. Wir haben es geschafft. Perfekt. Gut, dann wieder hier zu unseren Freunden. Wir sollten zusammenbleiben. Auf der Straße auch bleiben, nicht irgendwelche komischen Abzweigungen nehmen wir vorhin. Ja. Das schaut doch gut aus. Das schaut doch gut aus. Okay, hier noch einmal um die Ecke und dann sind wir in unserem Lager. Das ist wirklich ein bisschen umständlich gemacht. Ich verstehe das, warum das vom Level-Design her so gemacht ist. Man muss sich hier durchkämpfen, damit man hier oben weiterkommt. Aber das hätte man dann, wenn man das einmal geschafft hat, dann hätte man das anders machen können. Dass man dann sofort im Lager ist oder so, weil das ist echt nervig. Dass man das ständig... Naja, gut. So, haben wir hier irgendwas zum Verscherbeln? Nein. Da auch nicht. Die Leiche, ich weiß nicht, was wir mit der machen sollen. Ich glaube, die sollen wir dann herzeigen am Tor. Du kannst das versuchen zu lernen, ja, wir haben jetzt oft genug geschlafen, nein, hat sie nicht geschafft. Das können wir verscherbeln, können wir ihm geben. Dann den Bogen können wir verscherbeln eigentlich, ja. Den Langschild können wir verscherbeln. Das hier packen wir weg. Ja, stimmt, er ist jetzt wahrscheinlich wieder überlastet und kann nicht laufen. Ah, das packen wir weg. Das verscherbeln wir alles. Das Katana müssen wir noch identifizieren. Es nervt mich. Pass mal auf, dann geben wir das mal an Minsk. Oh, der behält das voll. Na gut. So, jetzt bitte das zum Identifizieren. Purpurne Dämon plus 2. Der Legende nach erschien diese elegante Klinge in dem Moment, als die Sonne sich über den östlichen Horizont schob. Als das rosige Licht der Morgendämmerung den Wald durchflutete, leuchtete die Klinge auf einem flachen Stein auf. Lokale Förster, sogar Krieger, wollten die Waffe nicht berühren, aus Angst, sie sei verflucht. Schließlich ergriff ein tapferer alter Mann, der in seiner Jugend ein Kämpfer gewesen war, den Griff und beanspruchte die Klinge für sich. Einen Moment später sprangen schreckliche Bestien auf ihn zu, Kreaturen aus rotem Nebel und Zähnen und Krallen. Der Alte nahm all seinen Mut zusammen und schlug mit der Klinge zu. Mit jedem Monster, das er tötete, wurde er schneller, bis die Lichtung gänzlich leer war. Der alte Mann wurde tagelang im Dorf gefeiert und machte sich dann auf den Weg, seine letzten Jahre auf der Suche nach Abenteuern zu verbringen. Chance auf kritischen Treffer plus 5%, nur mit dieser Waffe. Pro Kill 15% Chance, den Träger 3 Runden lang von Hass betroffen zu machen. Das ist schon cool. Aber wer kann das benutzen? Wer kann das gut benutzen? Sie könnte das benutzen. Ist das besser als ihr Hoffnungsschimmer? Ja, das wäre besser als der Hoffnungsschimmer. 10% Chance auf den Träger konzentrierte Segnung zu zaubern. Weisheit plus 1, das ist schon auch gut. Das ist schon echt gut, aber der Magierschlechter ist auch gut. Die Frage ist, ja, dann verkaufen wir die Hellebarde. Dann verkaufen wir die Hellebarde und wir verkaufen den Morgenstern. Ja, so machen wir es. Und die beiden Schlüssel können wir ihr geben an das Schlüsselbrett. Ich hasse das. Ich hasse diesen blöden Spruch. So. Gut. Gut, was wollte ich jetzt machen? Ich wollte die Sachen verkaufen. Ich glaube, verkaufen, dann geben wir alles ihm. Genau, den Armschützer können wir eigentlich auch verkaufen. Obwohl, er könnte ihn benutzen. Ne, er hat ja schon welche. Rüstungsklasse 7, Rüstungsklasse 8. Macht keinen Unterschied, ne? Ich weiß nicht, welche sind denn wertvoller. Ich glaube, Rüstungsklasse 7 ist wertvoller, oder? Ich bin mir gerade unsicher, was von beiden besser ist. Ich meine, es macht keinen Unterschied für ihn, wenn er es trägt. Das auf jeden Fall. Was hat er jetzt an? Was hat er Rüstungsklasse 7? Ich glaube, 8 ist besser. Den 7er verkaufen wir mal. Das ganze Zeug verkaufen wir auch.
Das lagern wir ein. Genau, die Leiche lagern wir auch ein. Ne, die Leiche behalten wir. Die Leiche nehmen wir mit, weil die brauchen wir ja wahrscheinlich dann am Tor und müssen sie herzeigen. Aber das können wir einlagern. Gut, und du verkaufst mal das Zeug bitte. Oh nein, ah, er kann sich nicht bewegen, weil er zu viel Zeug hat. Dann gib du mal das hier bitte ab. Jetzt kann sich jetzt bewegen. Immer noch nicht. Dann geht die Ränketasche mal kurzfristig. Das bringt nichts, ne? Nee. Das Ding hier. Warum haben wir das eigentlich dabei? Kerems Abzeichen. Ah ja, genau. Das ist auch so ein Abzeichen. Das müssen wir da herzeigen. Was ist denn so schwer? Der hier ist schwer. Okay, gut. Immer noch nicht. Jetzt aber, oder? Ja. Gut, dann gehst du mal hin. Und bitte, verkaufst du. Wir können ja hin und her klicken. Wir können ja hin und her klicken. Und zwar haben wir den Langschild, den Flegel. Genau, das verkaufen wir. Und er verkauft die Hellebarde Komposit. Oh, die sind wertvoll. Morgenstern und Abwehr, Schützer, Rüstung, Taste 7. Hier könnten wir schauen, was wertvoller ist, ne? Egal, wir verkaufen den jetzt einfach. So. Gut. Okay. Stab der Himmel müssen wir jetzt endlich mal auch mal benutzen. Das führt ja jetzt so nichts. Was wollte ich jetzt noch machen? Irgendwas wollte ich jetzt noch machen. Ne, passt. Den können wir auch mal benutzen hier, den komischen Golem-Heini. Ah ja, genau. Wir wollen auch Munition kaufen, nämlich normale Kugeln. Wir wollen noch normale Kugeln kaufen und vielleicht auch noch ein paar Kugeln plus zwei für Krea. Müsste bei Waffen sein. So, normale Kugeln. Kugeln, Kugeln, Kugeln. Hier. Feuerkugeln, Kugel plus 2. Krea, du kaufst mal ein paar Kugeln plus 2. 20 Stück kosten 900, wenn ich das richtig verstehe. Das heißt, wir kaufen mal 80 Stück. 3600. Warum eigentlich nicht? Und normale Kugeln. Da hat er nur 80 Stück. Oder sind das auch... Ich glaube, das sind auch wieder jeweils 20, ne? Kann das sein? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Ich schaue es mir mal kurz an. Ja, das sind jeweils immer 80. Gut, dann Krea. Oh Gott, jetzt haben wir viel zu viel gekauft. Wo sind denn die Pinken, die wir gekauft haben? Hallo? Wir haben doch die pinken Kugeln gekauft. Die hat er jetzt. Hat er die denn? Ich glaube, ich habe mich verkauft. Also, ich habe falsche Sachen gekauft, meine ich damit. Also zu viel. Viel zu viel. Aber egal. Ich weiß nicht, ob Minsk davon was wegpacken kann. Ich probiere es mal. Ob Minsk vielleicht welche wegpacken kann. Ich glaube nicht, oder? Nein. So, Minsk hat noch die Leiche. Ja. Gut, ich will gucken, ob der noch andere Sachen hat, die wir vielleicht cool finden. Besondere magischen Gegenstände, ja. Gibt's hier was, was wir brauchen können? Schaut mal, Rüstungsklasse 8 kostet 2200, Rüstungsklasse 7 kostet 3600. Also der 7er ist der wertvollere. Ja. Haben wir das jetzt gerade falsch gemacht? Haben wir den 7er verkauft? Oder haben wir den 8er verkauft? Na, ich weiß es nicht. Nummer 6 ist noch wertvoller. Ja, Ring des Schutzes, Edelsteinbeutel, Schriftrollenbehälter, nimmervoller Beutel, 7500. Den können wir uns jetzt leisten, tatsächlich. Das ist ja cool. Und das ist das ganze Zeug, das wir ihm verkauft haben. Das wollen wir natürlich nicht zurück. Ich kaufe den nimmervollen Beutel. Ja, ich kaufe ihn. Ich kaufe ihn und wer kriegt ihn? Ich glaube, Minsk bekommt ihn. Minsk, wer hat ihn denn jetzt? Safana hat ihn, okay. Minsk, du nimmst den. Auch dieser magische Beutel wirkt wie alle magischen Beutel. Wie ein großer, einfacher Stoffsack. 60x120. Öffnet sich einem außerdimensionalen Raum. Genau, wiegt immer gleich viel. So, und da müssten wir doch zum Beispiel die Leiche reinmachen können. Nein, natürlich nicht. Was können wir denn dann da reinmachen? Zum Beispiel die Zunderbüchse, oder? Und können wir da auch diese Munition reinmachen? Ich weiß es nicht. Hätten wir noch die Eier? Ja, genau. Da vielleicht die Brille. Ja.
Ja, was hat sie noch? Oh, dieses Wams sollte man noch verkaufen. Ja, das verkauft, die verkaufen wir auf jeden Fall. Wir brauchen keine 2 Lederrüstungen. Die Juwelenklinge. Die war cool, ne? Und wir wollten. Ne, den Blumenfisch kaufen wir auf gar keinen Fall. So, Minz, kannst du das jetzt da reinmachen? Ja. Das auch? Ja, das auch. Sehr gut. Gut, machen wir das jetzt einfach mal alles da rein. Das sollte schon passen.